Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben neue Bücher aus dem Asborn Verlag zugeschickt bekommen. Das ist ja einer meiner liebsten Kinderbuchverlage. Und diese Bücher möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Ich habe sie ein bisschen sortiert. Und wir starten mit einem, das mich schon umgehauen hat. Und zwar ist das mein erster Rätsel- und Mitmachspaß. Also ich liebe solche Bücher wirklich sehr. Die habe ich gerne mal unterwegs auch mit. Das machen wir hier auch zu Hause gerne mal. Und ich hatte erst überlegt, weil es nicht angegeben ist, für welches Alter das jetzt geeignet ist. Aber ich finde das für Vince ganz schön. Übrigens kann man das auch einzeln hier raustrennen. Was auch ganz cool ist. Ich finde das für Vince ganz schön. Ich habe erst gedacht, es ist schon auch kindlich gestaltet, aber es geht, wie ihr dann hier seht, auch um Buchstaben, also hier, wo man so versteckte Wörter dann einfach finden soll, oder hier male die Felder aus, die einen blauen Punkt enthalten, und was siehst du dann? Hier hat man, wie viele Mäuse bleiben übrig, wenn jede Katze eine fängt. Und das sind halt so Sachen, also was ich jetzt erlebt habe, weil wir haben ja jetzt ein Vorschulkind. Diese Logikaufgaben machen ihm viel, viel mehr Spaß, als sich da jetzt irgendwo hinzusetzen und irgendwelche Buchstaben oder Zahlen nachzumalen. Und im Grunde ist auch das Vorschule. Und da halt einfach zu gucken, jedes Kind ist individuell, was macht halt deinem Kind Spaß und fördert aber trotzdem dieses, okay, wir setzen uns mal hin und wir machen mal in Ruhe was, auch mal über einen längeren Zeitraum, wo du dich konzentrieren musst, um ihn halt daran zu führen, was wird Schule dann später bedeuten. Deswegen finde ich das ganz, 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 ganz toll und freue mich darauf. Vince ist ja auch den ganzen August zu Hause. Die Hälfte davon Svea auch, die andere Hälfte ist dann nur er zu Hause. Und da kommt mir das sehr gelegen. Dann habe ich zwei Bücher, die so für Sveas Alter sind, also so 3, 4 Jahre. Und ich liebe die Klappenbücher von Asborn sehr, weil, und das ist der wichtigste Punkt bei Klappenbüchern, die sind super stabil. Mir ist da noch nie eine Klappe kaputt gegangen, bei anderen Verlagen schon, bei denen ist mir noch nie eine Klappe kaputt gegangen, und die werden bei uns wirklich, also das kann ich dann schon auswendig vorlesen, so oft werden die gelesen. Und zwar haben wir jetzt neu, was sind Gefühle? Das finde ich bei Kindern so unglaublich wichtig, dass sie lernen, Gefühle benennen zu können, weil das ist der erste Umgang auch mit Gefühlen. Wie kann ich besser mit meinen Gefühlen umgehen, indem ich auch lerne, meine Gefühle zu benennen? Was macht uns fröhlich? Was macht uns traurig? Was macht uns wütend? Was sind Sorgen? Was macht uns Angst? Wohin mit unseren Gefühlen? Und das halt wirklich so schön kindgerecht aufgearbeitet. Warum bist du manchmal glücklich oder traurig? Und wie gehst du am besten mit deinen eigenen und den Gefühlen anderer um? Unter 40 Klappen wird erst das Wissen über alle Arten von Gefühlen anschaulich und verständlich erklärt. Sowas finde ich super, super wichtig. Und dann aus der gleichen Reihe, wie sprechen Tiere? Das fand ich so süß. Können Tiere miteinander sprechen? Und wenn ja, wie tun sie das? Unter mehr als 40 Klappen findest du heraus, welche Tiere sich durch Tanzen und welche sich durch Gerüche verständigen. Was sie sich wohl erzählen? Hat man dann hier, können Tiere sprechen? Was tun diese Tiere? Wieso spielen sich manche Tiere so auf? Also wenn es dann so um die Balz zum Beispiel geht. Dann die verschiedenen Markierungen, die Tiere so haben. Sprechen Tiere durch Gerüche? Was wollen diese Tiere sagen? Also auch so, so schön. Und dann habe ich hier noch zwei Bücher für alle Dinosaurier-Fans. Also ich habe einen riesengroßen Dinosaurier-Fan hier zu Hause. Er wird später Paläontologe und wir müssen an Dinosaurier-Ausgrabungsstätte reisen und wir besuchen Naturkundemuseen für Dinoskelette und Fossilien und so. Also das ist wirklich bei uns ein riesen, riesengroßes Thema. Und er hat ja bald Geburtstag und deswegen wird er bekommen diese zwei neuen Dinosaurierbücher. Das hier ist ein Panoramabuch, das große Panoramabuch Dinosaurier. Wir haben schon ein Panoramabuch zum Planetensystem, was ich super schön finde.
Und bei Dinosauriern finde ich das auch geil. Also es ist mit einem Zeitstrahl gemacht. Und ich habe mich ja jetzt zwangsläufig auch sehr viel mit Dinosauriern beschäftigt. Und es ist manchmal schwer zu fassen, dieses, okay, die haben im Trias gelebt und die im Mesozoikum und wer war denn jetzt wann? Und die haben ja nicht alle zur selben Zeit gelebt. Und da kann man das dann tatsächlich so ausklappen. Wird jetzt hier ein bisschen lang. Das kann man so ausklappen und sieht dann halt wirklich auf einem Zeitstrahl, von wann bis wann war das Trias, welcher Dinosaurier hat da gelebt, was ist die Kreidezeit, welcher Dino hat da gelebt. Finde ich super cool. Und dann halt auf der anderen Seite nochmal auch ganz, ganz viele Infos zu den einzelnen Dinosauriern. Also als jemand, der schon viele Dinosaurierbücher gesehen hat, finde ich das richtig cool gemacht. Und dann habe ich noch dieses Buch hier, Hatten Dinosaurier Ohren? 60 schlaue Fragen zu Dinosauriern. Auch wieder mit diesen Klappen, was ich halt super schön finde. Konnten Dinosaurier schwimmen? Wie klein war der kleinste Dinosaurier? Und was machten Dinosaurier den ganzen Tag? Die Antworten auf diese und viele andere schlaue Fragen sind unter 60 Klappen versteckt. Und das finde ich ist nochmal so eine andere Art von Dinosaurierbuch. Oft hat man halt so, du hast den Dino, so heißt der, das hat der gefressen und das hat der gemacht. Aber wirklich so Fragen, auf die man vielleicht auch erstmal gar nicht so gekommen wäre, ne? Also sowas wie zum Beispiel, wie wurden Dino-Babys geboren, ne? Also dann halt über die Eier. Wie werden Knochen zu Fossilien? Was machten Dinosaurier den ganzen Tag? Was sind Gastrolithen? Ich meine, das sind die Steine, die den Pflanzenfressern helfen. Oder hier, welche Dinosaurier hatten Federn? Welche heute noch lebenden Tierarten gab es schon zu Dinosaurierzeiten? Warum heißen Dinosaurier Dinosaurier? Oder was ich auch sehr interessant finde, warum haben Dinosaurier so komplizierte Namen? Also richtig cool, dann auch noch so mal. Was ich auch beim Vorlesen immer mega schwierig finde, wie spreche ich das denn jetzt aus? Und dann hat man hier mal so, wie spricht man diesen Namen aus? Und dann sagt man halt Sinosauropteryx oder Pachycephalosaurus. Ah, den hätte ich nicht so ausgesprochen. Sieh mal einer, guck. So, genau. Also diese zwei Dino-Bücher gibt es dann jetzt auch bald zum Geburtstag. Ich finde, das sind wieder wunderschöne Exemplare. Also Asborn macht wirklich so, so schöne Kinderbücher. Ich verlinke euch die Bücher wieder alle unten in der Infobox. Da könnt ihr euch sie, könnt ihr sie euch genauer bei Amazon nochmal anschauen. So, da war die Speicherkarte voll. Ich wollte noch sagen, dass ich hoffe, dass euch dieses Video wieder sehr gefallen hat. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, was vielleicht gerade euer liebstes Buch ist oder welches Thema bei euren Kindern auch gerade sehr beliebt ist. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!